Wir kommen jetzt zu dem Bereich im Kanzleramt, zu dem Bereich Kultur, zu Monika Grütters, der neuen Staatsministerin für Kultur und Medien. Auch in der vorigen Legislaturperiode war sie hier im Haus und davor im Berliner Abgeordnetenhaus. Ein wenig satirisch daherkommenden Mark Twain stammt der Satz: Kultur ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte Dollar ausgegeben ist. Hier ist er mal ganz nüchtern gewesen, aber in der Tat, Mark Twain hat recht, Kultur ist eben mehr als alles andere ein Wert an sich. Geld ist nicht alles, aber das wissen wir hier besser als alle anderen. Ohne Dollars und Euros geht es halt auch nicht. Und zum Glück haben Bundestag und Bundesregierung in der vergangenen Legislaturperiode ja den Etat des Staatsministers für Kultur immer wieder ein wenig aufwachsen lassen. Es wäre schön, wenn es auch dabei bliebe. Gerade in Zeiten ökonomischer Krisen, wie wir sie ja nicht nur in Europa, sondern weltweit seit Jahren erleben, wird die Wertegemeinschaft, wird also das, was wir das Kulturprojekt Europa nennen, immer wichtiger. Und wo, wenn nicht in der Kultur, können Antworten gesucht werden auf die Frage, was es ist, das uns zusammenhält, welche Werte. Und das, die Frage stellt sich ja einmal mehr an einem so intensiven Gedenkjahr wie 2014. Welche Werte erkennen wir eigentlich als gemeinsames Fundament an? Eine Kulturnation wie Deutschland, die in ihren Traditionen so reich, aber auch in ihren Brüchen so radikal ist, mehr als alle andere, muss sich ja auch mehr denn je nach ihrer Rolle im heutigen und im zukünftigen Europa fragen. Ich glaube, Antworten auf diese Fragen sind wir schuldig, und zwar vor Deutschland, vor Europa und auch vor den Augen der Welt. Ein Blick auf diese, unsere ja so sperrige Geschichte, macht deutlich, dass die Kultur in den vergangenen Jahrhunderten in Deutschland immer eine besondere Rolle gespielt hat. Sie war und sie ist bis heute das geistige Band, das uns zusammenhält, auch über manche föderalen Schwierigkeiten hinweg. Deutschland war eben zuerst eine Kultur- und dann eine politische Nation. Und nationale Identität wächst eben auch zuallererst aus dem Kulturleben eines Landes. Es waren die Zusammenbrüche unserer Geschichte mit zwei Diktaturen in einem Jahrhundert, aus dem wir eine Lehre gezogen haben. Bereits im Artikel 5 Absatz 3 unseres Grundgesetzes heißt es: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Das ist der oberste Grundsatz jeder verantwortlichen Kulturpolitik. Denn frei sein können Kunst und Wissenschaft nur, wenn der Staat ihre Freiheiten schützt. Diese staatliche Fürsorge für die Kultur, ihre Freiheit, die mit dem Mut zum Experiment natürlich auch immer das Risiko des Scheiterns einschließt, hat aber auch immer weltweit beachtete Leistungen hervorgebracht. Und dieses hartnäckige Engagement für die Künste, die ja nicht immer leicht zu ertragen sind, hat entscheidenden Anteil am mittlerweile wieder hohen Ansehen Deutschlands in der Welt. Und eine solche Kultur ist eben nicht das Ergebnis des Wirtschaftswachstums, sondern sie ist vielmehr dessen Voraussetzung. Kulturelle Existenz in Deutschland ist keine Ausstattung, die unsere Nation sich leistet, sondern sie ist eine Vorleistung, und wir haben dafür Sorge zu tragen, dass sie allen zugutekommt. Und eine so verstandene Kultur ist auch kein dekorativer Luxus, sondern sie ist Ausdruck eines menschlichen Grundbedürfnisses, nicht allein Standortfaktor, sondern vielmehr Ausdruck von Humanität. Deshalb ist es mir besonders wichtig, neben der Fürsorge für unser kulturelles Erbe, also für die Institutionen, ganz besonders auch die Künstler in den Blick zu nehmen, die Kreativen, und auch Sorge für die Rahmenbedingungen zu tragen, unter denen sie leben. Denn es sind ja immerhin diese Künstler, die immer wieder für unsere Danke, auch Ihnen, ich habe Sie wirklich auch persönlich gemeint, Sie sind es, die immer wieder uns so mit Ihren herausragenden Leistungen beglücken. Tatsächlich. Und ich finde, Sie dürfen auch mal wehtun. Das darf auch unbequem sein, was von den Kreativen kommt. Aber Sie sind diejenigen, und wir brauchen das, was Sie bringen, das kritische Korrektiv, von dem eine vitale Gesellschaft lebt. Sie dürfen uns zum Nachdenken und auch zur Kritik herausfordern. Ich bin Ihnen ausdrücklich dankbar, dass das immer wieder und so hartnäckig passiert. Ein solches Verständnis von Kultur verbietet aber auch eine allzu kleinliche Steuerung und ein staatliches Kriterienkorsett.
Künstler brauchen keine autoritativen Vorgaben. Was sie brauchen, sind Inspiration, Anstöße und unseren gemeinsamen Diskurs. Und lassen Sie mich an dieser Stelle als Münsteranerin in Berlin und als Berlinerin in diesem Amt ein Wort eben zu Berlin sagen. Auch mein Berliner Kollege Sven Schulz und Frau Högel. Mir wird ja immer unterstellt, ich würde jetzt nur noch Berlin sehen. Aber Berlin ist ja eben auch die Hauptstadt. Und das, was in dieser Hauptstadt kulturell gelingt, wird in den Augen der Welt dem ganzen Land gutgeschrieben. Und das, was hier schief geht, dafür wird jedenfalls in den Augen der Öffentlichkeit auch das ganze Land verantwortlich gemacht. Deshalb, Kulturpolitik in Berlin ist also, ob sie es will oder nicht, immer auch Bundespolitik. Und die Bundeskulturpolitik in und für Berlin ist Ausdruck der Anerkennung der besonderen Rolle der Hauptstadt für die Nation. Gleich wird es Ihnen nicht so gefallen. In der Kulturpolitik muss den Ländern klargemacht werden, dass Berlin kein konkurrierendes Bundesland wie jedes andere ist, sondern unser aller Mittelpunkt. Berlin selbst muss dem Bund aber auch klarmachen, dass er als erstes von einer Kulturblüte seiner Hauptstadt profitiert. Und ich würde mich schon freuen, da können Sie mir ja alle helfen, wenn Berlin auch einmal Danke sagen würde. Oder einfach nur erkennen ließe, dass Hauptstadtsein auch eine dienende Funktion ist. Um also allen Mutmaßungen entgegenzutreten, ich verstehe mich als Kulturstaatsministerin für ganz Deutschland, nicht nur, aber ganz besonders auch für Berlin, unsere Hauptstadt. Deshalb hat mich meine erste Dienstreise aber auch aus guten Gründen nach Frankfurt geführt und dort nicht in einen Tempel der Hochkultur, sondern ins Jüdische Museum, weil dort gerade sehr eindrucksvoll in einer kleinen Kammerausstellung 1938 gezeigt wird, dass es den Nazis damals nicht nur und nicht in erster Linie darum ging, die Kunst der Moderne als entartet zu diffamieren, sondern dass das Hauptziel war, auch aus dem Kunstbetrieb jüdische Mitbürger und Akteure zu eliminieren. Und deshalb ist und bleibt für uns die Provenienzrecherche, die Restitution, also die Rückgabe geraubter Güter, ein ganz wichtiges Anliegen. Es gehört zu unseren großen Verantwortungen, uns den Folgen unserer Geschichte immer wieder und auch in diesem bitteren Feld zu stellen, damit das geschehene Unrecht nicht auch noch latent fortdauert. Ich finde es schlicht unerträglich, dass sich immer noch Nazi-Raubkunst in deutschen Museen befindet. Allerdings ist in puncto Provenienzrecherche, da müssen wir ehrlich sein, in den vergangenen Jahren auch sehr viel geschehen. Die Arbeitsstelle hat 2008 ihre Arbeit aufgenommen, finanziert übrigens vom Bund und von den Ländern. Und seitdem sind 14,5 Millionen in die Herkunftssuche geflossen. Aber was häufig nicht gesehen wird, 90.000 Objekte in 67 Museen und mehr als 520.000 Bücher und Drucke in 20 Bibliotheken wurden mittlerweile ehrlich überprüft. Und nach unseren Erkenntnissen bis September letzten Jahres mehr als 12.200 Objekte meist diskret zurückgegeben. Die Koordinierungsstelle in Magdeburg, die Arbeitsstelle für Provenienzforschung und die Limbach-Kommission leisten eine hervorragende Arbeit, was übrigens im Ausland sehr wohl anerkannt wird. Aber es fehlt ein erkennbarer Ansprechpartner. Und darum sollen die Aktivitäten von Bund, Ländern und Kommunen in den Bereichen Provenienzforschung und auch wirklich Restitution, also tatsächliche Rückgabe, künftig gebündelt und nachhaltig, ich spreche auch von der Verdopplung der Bundesleistungen, gestärkt werden. Ich habe dazu viele Gespräche mit Länderkollegen geführt und überhaupt nur positive Rückmeldungen, weil es geht uns um mehr als um Kunstobjekte. Es geht um das große Unrecht, um geraubte Identität, um den Verlust von Erinnerungen, die ja mit diesen Stücken verbunden waren, um geliebte Menschen. Keine öffentliche Institution, finde ich, darf sich hier wegducken. Und bei der Restitution geht es nicht in erster Linie, das merkt man auch bei den Anspruchstellern, um materielle Werte, sondern was denen besonders wichtig ist, dass sie, die Opfer, auch als Opfer anerkannt werden. Sie möchten, dass wir alle ihre zerstörten Lebensläufe kennen und dass durch diese Anerkennung das Unglück und das Leid, das sie erlitten haben, wenigstens nachträglich sichtbar wird. Und ich finde, es ist unsere moralische Pflicht, genau das zu leisten. Deshalb ist auch klar, dass die Museen künftig nicht nur wie bisher an ihrer Ankauf- und Ausstellungspolitik gemessen werden, sondern auch daran, wie sie mit ihrer Geschichte und mit der Geschichte ihrer Sammlungen umgehen.
Und weil das nur gemeinsam gelingt, habe ich ein zweites wichtiges Thema auf meiner Agenda. Wir möchten enger mit den Ländern zusammenarbeiten. Und ich habe mit den 16 Länderministern inzwischen verabredet, dass wir uns, wenn es irgendwie geht, zweimal im Jahr treffen. Einmal auf meine Einladung hin. Dann möchte ich die kommunalen Spitzenverbände mit einladen, weil immerhin 44% der Kulturleistung in Deutschland von den wackeren Kommunen erbracht werden. Und der zweite Besuch soll dann, ich respektiere ja mit großer Begeisterung die Kulturhoheit der Länder, auch von der KMK selber ausgehen. Wir wollen gemeinsam Strategien entwickeln, wie wir unsere kulturelle Infrastruktur retten können, denn sie wird ja vor dem Hintergrund der Demografie und der ethnischen Durchmischung sich verändern. Und dazu gehört eben auch die Stabilisierung der Künstlersozialversicherung, denn der Erfolg der Kreativwirtschaft, die immerhin an Stelle 2 hinter der Automobilindustrie in Deutschland mittlerweile rangiert, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die allerwenigsten Künstler und Kreativen Großverdiener sind. Die Einführung der Künstlersozialversicherung vor 31 Jahren war ein sozial- und kulturpolitischer Meilenstein. Und die Künstlersozialkasse garantiert bis heute ganz wesentlich die soziale Absicherung der freiberuflich tätigen Künstler und Publizisten. Und ich finde, wir dürfen bei aller immer wieder laut werdenden Kritik aus einschlägigen Kreisen nicht zusehen, wie diese Errungenschaft jetzt beschädigt wird. Denn das hat auch etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Wer künstlerische Leistungen in Anspruch nimmt, der muss eben auch ein bisschen dafür Sorge tragen, dass Künstler von ihrer Arbeit leben und nicht nur knapp überleben können, sondern angemessen bezahlt werden. Und andererseits sollen die regelmäßig die Abgaben leisten, eben nicht zu Zahlmeistern werden, weil die anderen sich drücken. Deshalb braucht es eine stärkere, intensivere Prüfung. Im vergangenen Sommer waren wir kurz davor, das durchzusetzen. Und ich bin meiner Kollegin Nahles sehr dankbar, dass auch sie das Thema Künstlersozialkasse ganz oben auf ihre Agenda gesetzt hat. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Die Absicherung ist das eine. Ja, finde ich, ist ein Applaus wert. Die Absicherung ist das eine. Wichtiger noch ist es aber, dass Künstler überhaupt von ihrer kreativen Arbeit leben können, auch im digitalen Zeitalter. Und in der kommenden Legislaturperiode wird es deshalb darum gehen, das Urheberrecht weiter an das digitale Umfeld anzupassen. Es gilt vor allem, den Wert geistigen Eigentums besser zu vermitteln. Künstlerische Leistungen sind im Internet ja frei verfügbar, das ist unbestritten. Umsonst aber dürfen sie nicht sein. Und Urheberrechtsverletzungen im Netz verursachen gravierende Schäden, nicht nur volkswirtschaftlich. Deshalb müssen wir konsequenter in der Rechtsdurchsetzung sein, und die Rechteinhaber stehen für mich dabei im Mittelpunkt. Wir wollen die Verbraucher nicht sanktionieren, sondern sensibilisieren und aufklären. Und mit den digitalen Techniken sind ja auch nicht nur Risiken verbunden, sondern sie eröffnen ja auch einen ganz anderen Zugang zu Kultur und Bildung. Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, dieses kulturelle Erbe zu digitalisieren. Ich möchte hier aber nicht verschweigen, dass das vor allen Dingen sehr teuer ist. Aber trotzdem ist es bitter, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich, da weit hinterherhinken. Und das betrifft vor allen Dingen unser nationales Filmerbe, das nicht nur digitalisiert, sondern viel besser aufbewahrt werden muss. Als Kulturpolitikerin ist mir in dem Kontext wichtig, dass wir auch hier nach den gesellschaftlichen Veränderungen und den Werten fragen, die nicht im Rausch des technisch Machbaren untergehen dürfen. So, erlauben Sie mir bitte zum Schluss noch ein Wort zu meinem Herzensanliegen, zum größten Kulturprojekt Europas. Denn das entsteht in Deutschlands Mitte auf dem zentralen Platz der Republik. Es ist das Humboldt-Forum. Das ist schon lange kein Luftschloss mehr. Sie sehen, dass der Keller gedeckt ist, dass es auf starken Fundamenten steht. Ich traue auch der Stiftung zu, dass am Jahresende der Rohbau zu sehen ist. Ich möchte versuchen, in 10 einfachen Sätzen zu sagen, warum ich so eine leidenschaftliche Verfechterin bin. Erstens. Deutschland hat als einzige Nation der Welt die historische Chance, den zentralen Platz der Republik am Beginn des 21. Jahrhunderts neu zu definieren. Und wir machen keine Parkgarage und kein Hotel und auch kein Central Park East, sondern laden die Kunst ein. Zweitens, in einer einzigartigen Verbindung werden da die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Universität und die Bibliothek die Mitte der Hauptstadt bespielen. Drittens, hier sollen vor allen Dingen die außereuropäischen Künste sich selbstbewusst darstellen. Viertens, und das Ganze im direkten Dialog mit unserer eigenen Kunstgeschichte gegenüber auf der Museumsinsel.
Und noch eins. Es soll um die Betrachtung der großen Menschheitsthemen gehen, wie die Grenzen des Lebens, Geburt, Tod, Gott, die Bedeutung der Religion, die Identität und Migration. Hier erfahren wir das, was wir alle über unser Leben wissen wollen. Und sechstens, wir alle erleben ja immer wieder, was es heißt, in einer Minderheit zu leben, in einer Diaspora. Ich als Katholikin in Marzahn, andere, die Schwaben, im Prenzlauer Berg auch. Aber hier geht es ja darum, und kosmopolitische Städte wie Berlin sind unsere Zukunft. In Museen gilt dieser Unterschied nicht. Da sind alle Menschen gleich. Die Unterschiede sind kleiner als die Gemeinsamkeiten. Siebtens, ich finde, es muss eine Vision für Berlin her, die Hauptstadt, für Deutschland, eine der bedeutendsten Kulturnationen der Welt. Ich glaube, das kann seinen Ausdruck in aufregenden Kunstpräsentationen an diesem Platz finden. Und achtens, wir wollen interdisziplinär und auf hohem Niveau die Diskussion führen. Neuntens, Berlin ist der Sehnsuchtsort für viele junge Menschen, Deutschland attraktiv. Wir laden die Jugend ein, denn dort sprechen wir eine neue junge Sprache. Und last but not least, das Humboldt-Forum ist mit einer einzigartigen Idee verbunden. Es geht dabei ja nicht um ein besseres Völkerkundemuseum oder um die pragmatische Unterbringung unserer Sammlung. Es geht um neuartige Kunst- und Kulturerfahrung und um das Wissen über gleichberechtigte Weltkulturen und neue Kompetenzen im Weltverständnis. Damit das gelingt, müssen wir nicht nur das bauliche Entstehen begleiten, sondern ich glaube, wir müssen sehr schnell die Inhalte profilieren durch eine Intendanz, um die ich mich sehr zügig kümmern möchte. Letzter Satz. Der Name Humboldt-Forum steht für die Tradition der Aufklärung, für die weltoffene und selbstbewusste Annäherung und für das Ideal eines friedlichen Dialogs der Völker. Für diese Ideen müssen wir werben. Sie sind von grundlegender Bedeutung für uns in der Gegenwart und in der Zukunft. Denn Kultur ist ein Modus des Zusammenlebens. Kultur darf, ja, sie muss zuweilen Zumutung sein. Wenn sie darüber hinaus auch noch unterhält, umso besser. Wenn wir dafür Sorge tragen, dann bleibt sie uns, selbst wenn Mark Twains letzter Dollar ausgegeben ist. Ich danke Ihnen. Monika Grütters war das, die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt. Sie will sich für die Kultur hier in der Hauptstadt in Berlin einsetzen. Das hat sie früher schon im Berliner Abgeordnetenhaus gemacht. Das will sie jetzt auch als Kulturstaatsministerin im Kanzleramt machen. Sie will vor allem die Künstler und die Kreativen fördern, die Rückgabe von geraubter Beutekunst. Und sie will enger mit den Ländern zusammenarbeiten. Jetzt Sigrid Haubach für die Fraktion Die Linke, die kulturpolitische Sprecherin der Linken. Einem Land, in dem Goethe, Schiller, Bach und das Bauhaus wirkten. Frau Staatsministerin Grütters, Sie sagen gern, Kunst und Kultur brauchen größtmögliche Freiheit, um sich entfalten zu können. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Die entscheidende Frage für mich ist aber, was bedeutet das für die Kulturpolitik, für Kulturfinanzierung und Förderung? Wie viel Marktfreiheit braucht Kultur und wie viel Staat und Regulierung verträgt sie? Damit Kunst und Kultur sich entfalten können, brauchen Künstlerinnen und Kreative Rahmenbedingungen, die ihnen Freiräume verschaffen. Aber sie brauchen auch die Rahmenbedingungen, die ihnen eine soziale Absicherung garantieren. Dazu gehören die Künstlersozialkasse genauso wie steuerliche Vergünstigungen. Viel zu viele Kulturschaffende und Kreative sind nur nicht keine Schwerverdiener, sondern sie leben und arbeiten in prekären Verhältnissen. Als freischaffende Architektin weiß ich, wovon ich da rede. Welche Gefahren in einer rein marktorientierten Wahrnehmung von Kultur liegen, zeigen aktuell die Auseinandersetzungen zum Freihandelsabkommen der EU mit den USA. Es war allein Frankreich, welches sich in den Verhandlungen zum Mandatstext für eine kulturelle Ausnahme stark gemacht hat. Deutschland unterstützte es nicht. Ein Freihandelsabkommen, aber ohne eine kulturelle Ausnahme, bedroht Errungenschaften wie die Buchpreisbindung, den reduzierten Mehrwertsteuersatz oder die Filmförderung. Mittel der Kulturförderung, deren Wegfall Kultur und Künstlerinnen existenziell gefährden würden. Da machen wir nicht mit. Im Koalitionsvertrag bekennt sich die Bundesregierung zu dem besonderen Schutzbedürfnis von Kultur und Medien. Dieses müsse bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen durch Ausnahmeregelungen berücksichtigt und gesichert werden. Wir erwarten, dass dem nun Taten folgen. Statt Geheimverhandlungen brauchen wir Transparenz
und eine Staatsministerin, die sich für diese kulturelle Ausnahme einsetzt. Die Linke hat im Wahlkampf ein Bundeskulturministerium gefordert. Als Ministerin mit Kabinettsrang hätte Frau Grütters in dieser Debatte jetzt auf der europäischen Ebene einen viel besseren Stand. Dies ist aber nicht die einzige vertane Chance im Koalitionsvertrag. Seit Jahren fordert die Linke ein Kooperationsgebot für Bildung und Kultur. Zwar bekennt sich die Bundesregierung zur Zusammenarbeit von Bund und Ländern, aber hierfür fehlen entscheidende Voraussetzungen. Wie will die Koalition diese Probleme anpacken? Ohne ein Staatsziel Kultur, ohne eine Gemeinschaftsaufgabe, ohne ein Kooperationsgebot und ohne eine Verbesserung der Finanzsituation der Länder und Kommunen. Herr Bundestagspräsident Lammert sagt kürzlich in einer Rede, mit Klauen und Zähnen müssten die Deutschen die traditionell gewachsene, reiche Kunst- und Kulturlandschaft verteidigen. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Lammert. Der Koalitionsvertrag aber gleicht in seinen allgemeinen Formulierungen eher einem zahnlosen Tiger. Danke. Vielen Dank, liebe Kollegin. Sigrid Haubach war das, die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Sie forderte vor allen Dingen mehr soziale Sicherheit für die Künstler in Deutschland. Und das war ihre erste Rede hier im Deutschen Bundestag. Aus Thüringen kommt sie, hat sie gleich zum Anfang eingeworfen, da wo Goethe und Schiller herkommen. Eva Högel für die SPD, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unser Koalitionsvertrag, auch die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin und diese Debatte, die wir jetzt die ganze Zeit hatten, zeigen eins ganz deutlich, meine Damen und Herren. Wir haben 4 Jahre engagierter Politik vor uns, und darauf freue ich mich richtig doll. Diese große Koalition wird viele sehr konkrete Verbesserungen für viele Menschen in Deutschland, in Europa und darüber hinaus bringen. Wir wissen, dass viele Themen, meine Damen und Herren, das gehört zur Wahrheit dazu, das muss ich erwähnen, 4 Jahre lang liegen geblieben sind. Und wir mit dieser Koalition beenden jetzt Stillstand und Blockade. Und wir verlieren keine Zeit mit unsinnigem Streit über Kleinigkeiten, sondern wir haben den Blick für das Wesentliche. Und wir werden diese große Mehrheit in diesem Haus, meine Damen und Herren, dafür nutzen, zu gestalten. Und wir fangen direkt damit an. Wir legen tatkräftig los. Und lieber Herr Hofreiter, sind Sie noch da? Nein, nicht mehr, aber Sie hören es bestimmt. Wir haben sowohl Mut als auch Ideen, um genau das zu tun, was wir uns vorgenommen haben, nämlich zu gestalten. Unser Koalitionsvertrag ist voll mit guten Ideen, und zwar mit konkreten Vorschlägen und klaren Vereinbarungen. Nicht nur Absichtserklärungen und Prüfaufträge, sondern konkrete Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger. Und wir leisten mit diesem Beitrag auch ganz konkret etwas ganz Entscheidendes für die Modernisierung unserer Gesellschaft. Und deswegen, meine Damen und Herren, spreche ich hier ein paar Themen an, die zwar nicht in den Kulturteil dieser Aussprache gehören, aber viel zu tun haben mit der Kultur unseres Zusammenlebens. Denn die Redereihenfolge ist immer mal so ein bisschen anders. Und zur Kultur wird gleich mein Kollege Martin Dörrmann noch ausführlich Stellung nehmen. Aber ein paar andere Themen, die viel mit unserem Zusammenleben zu tun haben und die, wie gesagt, diesem Motto folgen, das wir in 4 Jahren jetzt verwirklichen wollen. Einerseits Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger und andererseits Modernisierung unserer Gesellschaft. Und da nenne ich als allererstes ein Thema, was nicht nur hier in Berlin, sondern weit darüber hinaus ganz wichtig ist und was wir ganz am Anfang beginnen werden, nämlich wir werden die Stellung der Mieterinnen und Mieter verbessern. Das ist dringend erforderlich. Wir werden eine klar definierte Obergrenze bei Mietsteigerungen einführen, bei Wiedervermietung von Wohnungen. Wir werden damit ein Wahlversprechen direkt zu Beginn der Legislaturperiode umsetzen. Und wir helfen damit, meine Damen und Herren, vielen Menschen in den Ballungszentren und in Großstädten eine bezahlbare Wohnung zu finden und in ihren angestammten Kiezen wohnen bleiben zu können. Das verhindert massenweise Verdrängung an die Stadtränder und das hilft vor allen Dingen den Kommunen, den Bundesländern, die werden mitspielen, liebe Frau Wawczyniak, eine zielgerichtete Wohnraumpolitik zu machen. Und wir werden das Ganze auch flankieren. Und da bin ich sehr stolz darauf, dass wir das vereinbart haben im Koalitionsvertrag mit einer Aufstockung des Programms Soziale Stadt. Und damit können wir eine klar akzentuierte Politik für viele Bürgerinnen und Bürger machen.
Meine Damen und Herren, ich spreche noch mal ein Thema an, das heute schon öfter angesprochen worden ist, und zu Recht, weil es nämlich so wichtig ist. Wir werden die Optionspflicht abschaffen. Und damit werden wir für viele Menschen in unserem Land konkrete Verbesserungen erreichen, nämlich für all diejenigen, die sich bisher mit 23 für einen Pass entscheiden mussten. Wir sagen Ja zu jungen Menschen mit türkischer Familiengeschichte, die hier geboren sind, denn wir wissen, Deutschland ist ihr Heimatland. Thomas Oppermann hat zum Thema Heimat etwas sehr Wichtiges gesagt. Und gleichzeitig sind diese Menschen, Stichwort Kultur, in der Kultur ihrer Vorfahren verwurzelt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass eine unserer ersten Maßnahmen ist, sie nicht mehr vor eine quälende Entscheidung zu stellen, sondern ihnen beide Perspektiven zu eröffnen und zu eröffnen, beide Pässe behalten zu dürfen. Und damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sagen wir auch ganz klar Ja zu Deutschland als Einwanderungsgesellschaft. Und das ist unser Beitrag zu einer Modernisierung unserer Gesellschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch ein drittes Thema ansprechen. Auch hier beenden wir Stillstand und vor allen Dingen einen jahrelang ideologisch völlig überhöhten Streit, nämlich den Streit um die Frauenquote. Es ist ein großer Erfolg, und das sage ich so deutlich, der SPD, denn auf ihrer Seite gab es viele, die das nicht wollten, dass wir endlich eine Frauenquote einführen. Und ich habe mich heute hier über die deutlichen Worte der Bundeskanzlerin sehr gefreut. Es ist nicht nur ein Schritt zur Beseitigung bestehender Diskriminierung von Frauen, meine Damen und Herren. Wir haben da einen Handlungsauftrag hier im Bundestag, sondern wir helfen vor allen Dingen, und das ist mir besonders wichtig, all den exzellent ausgebildeten und hervorragend qualifizierten Frauen, die wir in Deutschland haben, endlich auf diejenigen Plätze zu kommen, die ihnen immer vorenthalten wurden. In Vorständen, in Aufsichtsräten und im mittleren und höheren Management. Und wir machen Schluss mit der gläsernen Decke. Und deswegen ist auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein ganz wichtiger Beitrag zur Unterstützung von Frauen, aber auch zur Modernisierung unserer Gesellschaft. Lassen Sie mich noch zu einem Thema etwas sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo es mich ganz besonders geärgert hat, dass hier 4 wertvolle Jahre verschenkt wurden mit der letzten Koalition und der letzten Bundesregierung. Das ist das Thema Menschenhandel. In unserem Land leben Menschen, die Opfer von Zwangsprostitution werden und deren Arbeitskraft widerlich ausgebeutet wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Diese Menschen brauchen unseren Schutz und unsere Hilfe. Und deswegen haben wir hier einen Handlungsbedarf, etwas zu regeln. Und zwar nicht nur, weil wir eine gute EU-Richtlinie haben, sondern weil wir diese Menschen schützen müssen und weil wir ihnen helfen müssen. Wir wollen die Opfer besser schützen und die Täter wirksam bestrafen. Und deswegen haben wir uns im Koalitionsvertrag vereinbart, das Thema Menschenhandel engagiert anzugehen, endlich zu konkreten Vorschlägen zu kommen. Und ich möchte eine Ergänzung auch noch machen, weil es in diesem Kontext immer erwähnt wird. Diese Koalition hat sich ganz klar dazu bekannt, Prostitution nicht zu verbieten, wie es gerade in Frankreich auf den Weg gebracht worden ist, sondern wir werden die Stellung von Prostituierten stärken, ihre Beschäftigungsbedingungen verbessern und ganz sorgfältig trennen zwischen Menschenhandel, der bekämpft werden muss, und legaler Prostitution. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss möchte ich noch ein Thema ansprechen, wo nicht die Regierung gefragt ist, sondern wir hier im Deutschen Bundestag. Und wo es nicht darum geht, dass wir unsere Position nach Fraktionsgrenzen sortieren, nach Mehrheit und Opposition, sondern wo wir versuchen, eine gute Debatte in Gang zu bringen und dann natürlich hoffentlich ein hervorragendes Ergebnis für ein ganz schweres Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist unsere Aufgabe in dieser Legislaturperiode. Das ist das Thema Sterbehilfe. Wir werden diese Debatte mit Sorgfalt führen, wir werden sie mit ausreichend Zeit führen, mit Sensibilität und hoffentlich, und das ist unsere Aufgabe hier, mit klugen und sehr wertschätzenden Debatten. Und auch diese Debatte führen wir anders als in der letzten Legislaturperiode, wo ein Gesetz vorgelegt wurde und dann doch nicht verabschiedet wurde und gar nicht genügend Zeit zur Beratung war, sondern Anliegen, soweit wir uns bisher vereinbart haben,
der Koalition, und ich lade alle ein, da mitzumachen, ist es, einen intensiven und ausführlichen Diskussionsprozess nicht nur hier im Parlament, sondern in der gesamten Gesellschaft zu initiieren. Es geht bei dem Thema Sterbehilfe, liebe Kolleginnen und Kollegen, sowohl um den Umgang mit unheilbaren und sehr schweren Erkrankungen, mit dem Ende des Lebens, mit Fragen der Selbstbestimmung. Es geht um die Würde des Menschen. Und es geht natürlich auch um Nächstenliebe und unser Menschenbild. Und deswegen ist es keine Frage, die Bundesregierung aufzufordern, ein Gesetz vorzulegen. Und es ist auch keine Frage, in dieser Debatte die Debatte zu reduzieren auf einzelne Begriffe im Zusammenhang mit Sterbehilfe, sondern es geht um viel mehr und auch unser Verständnis von Beistand und Unterstützung und letztendlich Sterbebegleitung. Und deswegen begrüße ich, dass wir uns auf zwei Dinge bereits hier im Parlament verständigt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstens, dass wir diese Debatte sorgfältig führen, dass wir Zeit haben für diese Debatte. Und zweitens, und da sind wir jetzt alle gefordert, wir machen es zu einer Gewissensentscheidung. Wir sortieren uns nicht entlang der Fraktionsgrenzen, sondern entlang unserer individuellen Auffassung. Und ich habe das Thema extra hier am Anfang in dieser Generaldebatte angesprochen. Sie merken das, weil es ein wichtiges Thema ist, weil ich mich dort mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen engagieren möchte und weil ich Sie alle einladen möchte. Und da spreche ich insbesondere die Kolleginnen und Kollegen der Opposition an, mit uns gemeinsam diesen Prozess zu gestalten, zu guten Debatten im Bundestag zu kommen und dann eine gute Regelung für dieses schwierige Thema zu finden. Und ich lade Sie, wie gesagt, alle ein, daran mitzumachen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Eva Högel war das, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion. Sie hat nicht zu dem bereits begonnenen Bereich Kultur gesprochen, sondern sie hat in den Mittelpunkt ihrer Rede das Thema Frauenquote und die Sterbehilfe gesetzt. Aber jetzt dürfte es wieder um die Kultur gehen. Ulla Schaufs von Bündnis 90 Die Grünen ist nämlich die kulturpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Kultur ist keine Subvention, sondern eine Investition in unsere Zukunft. Diese Aussage befindet sich in Ihrem Koalitionsvertrag und sie ist absolut zutreffend. Aber sie geht nicht weit genug. Kultur ist mehr als ein Wirtschaftsgut. Kultur ist notwendiger Teil der Daseinsvorsorge. Der kulturelle Reichtum allein in unserem Land sollte uns wirklich beglücken. Und er fordert uns auf, alle Möglichkeiten zu nutzen, jede Art von Kunst und Kultur und alle Talente zu fördern. Gerade deshalb engen Förderregeln wie das Kooperationsverbot in der Kulturförderung oder konventionelle Definitionen von Kultur, wie sie sich im Koalitionsvertrag andeuten, das, was kreative Vielfalt ausmacht, ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir brauchen, ist der Wille, Kultur für alle erlebbar zu machen. Und dazu gehört der Mut, finanzielle Mittel auch vielen kleinen Initiativen in aller Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Aber ich frage Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, welche Zukunftsperspektive bietet die Bundesregierung denjenigen Menschen in unserem Land, die Kultur gestalten? Im Koalitionsvertrag lassen Sie diese dringende Frage leider offen. Sie begnügen sich mit der vagen Aussage, man müsse zuerst einmal, ich zitiere, die Lücken in der sozialen Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern identifizieren. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist entschieden zu wenig. Denn die soziale Lage der Kulturschaffenden ist ja längst bekannt. Sie leben mehrheitlich in prekären Verhältnissen. Sozialversicherungspflichtige werden in Scheinselbstständigkeit gedrängt, verdienen durchschnittlich unter 1.000 Euro, darunter vor allem viele Frauen. Und im Schnitt liegt der Rentenanspruch bei 420 Euro. Angesichts eines wachsenden Marktes der Kultur- und Kreativwirtschaft um jährlich gut 3% frage ich mich, warum von dieser Wachstumsdividende nichts bei den Kulturschaffenden selbst ankommt. Während meiner Zeit als Filmschaffende war diese Frage für mich existenziell. Und daher sage ich, mir fehlt Ihr klares Bekenntnis zu sozialen Mindeststandards. Mir fehlen Ihre Lösungsvorschläge für die vorprogrammierte Altersarmut vieler Kreativer. Und gerade deshalb wären weitere Einschränkungen beim Zugang zur Künstlersozialkasse absolut kontraproduktiv. Wir Grünen wollen seit Langem die ca. 1 Million Kulturschaffenden, und das sind deutlich mehr als Beschäftigte in etwa der Automobilindustrie, und ich habe da andere Zahlen, es handelt sich hier um knapp eine Dreiviertelmillion. Wir wollen die Kulturschaffenden fest in das soziale Netz und in die Sozialversicherungssysteme einbinden. Das heißt, auch Mindestlöhne und Honoraruntergrenzen im Kulturbereich verankern und selbstverständlich auch Frauen im Kulturbetrieb gleichstellen.
Und wir wollen ein deutlich verbessertes Urhebervertragsrecht, denn die Profite müssen stärker bei den Urheberinnen selbst ankommen und dürfen nicht nur bei den Verlagen und Providern hängen bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Blick auf 2014, dem Europäischen Erinnerungsjahr mit zahlreichen Jahrestagen, wird es um die Frage gehen, wie wir angemessen erinnern und gedenken. Hier warten wir immer noch auf Ihre konkreten Vorschläge. Und in diesem Kontext ist aber auch die aktuelle Debatte um die Beute- und Raubkunst von Bedeutung. Wir Grünen stehen hier für eine rückhaltlose und koordinierte Aufklärung, und das nicht nur im Falle Gurlitt. Bundeskulturpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf sich auch nicht nur auf die Förderung prestigelastiger Schaufenster und Großprojekte in Berlin, wie zum Beispiel das Stadtschloss oder eine Staatsoper, deren Umbaukosten gerade explodieren, konzentrieren. Ein Blick in die Provinz täte auch ganz gut. Wenn wir der Vielfalt der Kultur von morgen eine Chance geben wollen, brauchen wir jetzt politische Weitsicht, nachvollziehbare und sozial gerechte Förderkriterien und mehr Transparenz. Und da setzen wir ganz besonders auch auf Sie, Frau Staatsministerin, denn Sie haben in den vielen Jahren als Ausschussvorsitzende des Kulturausschusses auch mit meiner Fraktion sehr gut und kooperativ zusammengearbeitet. Wenn es Ihnen um eine Kulturpolitik für alle Bürgerinnen und Bürger und eine starke kulturelle Infrastruktur und Bildung in diesem Land geht, dann stehen wir gerne zur Verfügung. Denn Kultur ist keine Subvention, sondern eine Investition in unsere Zukunft und Daseinsvorsorge für alle. Lassen Sie uns diesen Grundsatz gemeinsam umsetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ulla Schaufs war das, die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie möchte den Schwerpunkt nicht so unbedingt nur in der Hauptstadt und Berlin sehen, denkt aber an eine gute Zusammenarbeit mit der Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die ja schon als Vorsitzende des Kulturausschusses hier im Bundestag für einige der für Kultur zuständigen Bundestagsabgeordneten doch durchaus recht bekannt sein dürfte. Da hat man doch eng zusammengearbeitet in der vorigen Legislatur. Der nächste Redner, das ist Michael Kretschmer, er spricht für die CDU-CSU-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in einer einzigartigen Zeit von Chancen und Möglichkeiten. Die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin und die Diskussion darüber haben gezeigt, wie stark unser Land dasteht im internationalen Wettbewerb und wie gut deswegen auch die Chancen sind für Kunst- und Kulturförderung in unserem Land. Für CDU, CSU und SPD ist klar, dass die Freiheit von Kunst und Kultur ein unumstößliches Prinzip sind, wobei für uns Kunst und Kultur und die Freiheit darum eben immer auch die Freiheit und gerade die Freiheit des Andersdenkenden ist und dessen, der eine andere Meinung hat. Und das zu verteidigen und Freiräume zu garantieren für künstlerische Tätigkeit, das ist das Prinzip der Bundesrepublik Deutschland, was in den vergangenen Jahren, seitdem es einen Kulturstaatsminister gegeben hat, auch immer Arbeitsauftrag war und Verpflichtung war. Die Koalitionsverhandlungen für den Bereich Kultur haben in einer beeindruckenden Harmonie stattgefunden, getragen von dem Willen, gemeinsam etwas für die Kunst und die Kultur, für die Künstlerinnen und Künstler in unserem Land zu schaffen. Und ich denke, das Ergebnis dieses Koalitionsvertrages kann sich sehen lassen, gerade im Bereich der Kulturpolitik. Wichtig ist uns, dass die Künstlersozialversicherung eine Sonderstellung in der Sozialversicherung in Deutschland auch in Zukunft für die Kulturschaffenden in unserem Land soziale Sicherheit schafft und die besonderen Herausforderungen, vor denen die Künstlerinnen und Künstler stehen, eben auch in dieser Künstlersozialversicherung abgebildet wird. Dazu ist notwendig, dass die Abgabepflicht und die Prüftätigkeit auch wirklich umgesetzt wird. Das muss in den nächsten Wochen und Monaten jetzt dringend auf den Weg gebracht werden. Meine Damen und Herren, für uns ist klar, dass bei dem Freihandelsabkommen der Europäischen Union und der USA keine Zugeständnisse im Bereich kultureller und audiovisueller Dienstleistungen gemacht werden können. Hier ist der Kern unserer kulturellen Identität getroffen. Hier können wir keine Kompromisse machen. Die beeindruckende Bilanz der verschiedenen Staatsminister für Kultur und Staatsministerinnen
hat Bernd Neumann zu einer Größe gebracht, wie viele sie nicht für möglich gehalten haben. Als das Amt eingeführt wurde, haben die Länder parteiunabhängig geschimpft und Bedenken gehabt, kritisiert, dass der Bund sich in diesem Bereich engagiert. Heute ist man froh darüber, dass der Bund im Bereich der Kultur sich so stark engagiert und dass Monika Grütters unsere neue Kulturstaatsministerin ist, meine Damen und Herren. Wir wollen den Haushalt von 1,2 Milliarden Euro auch in Zukunft stetig anwachsen lassen. Wir wollen die identitätsstiftende Kraft von Kunst und Kultur gerade in einer Zeit mit hoher Migration nach Deutschland, wir haben auch darüber heute gehört, viele Menschen werden zu uns kommen. Der Begriff Heimat ist gefallen und positiv besetzt worden, auch von unseren Freunden von der Sozialdemokratie. Wir wollen also gerade in diesen Zeiten Kunst und Kultur als identitätsstiftende Kraft besetzen und fördern. Und deswegen werden wir in diesem Bereich weiter investieren. Für uns ist wichtig, dass die kulturelle Bildung gestärkt wird. Das geht nur in Zusammenarbeit mit den Kulturverbänden, in einer großen Harmonie mit den Ländern und mit den Kommunen. Aber es ist wichtig, dass Bildung mehr ist als nur Mathematik und Geschichte, sondern dass es darum geht, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, soziale Kompetenzen aufzubauen, gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Und dazu müssen wir stärker als bisher in die kulturelle Bildung investieren. Und meine Damen und Herren, die beeindruckende Feierstunde an diesem Montag dieser Woche mit unserem Gast aus Russland hat vielen von uns und auch mir gezeigt, wie schnell man in der Deutung von Geschichte auf Abwege geführt werden kann. Ich gebe zu, dass für mich auch die Belagerung von Leningrad aus meiner DDR-Bildung ein großer Kampf war, ein großer Widerstand war. Und wie die Schattenseiten, wie die neutrale, unabhängige Bewertung ist, wie wir sie hier auch gehört haben, das war mir über lange Zeit nicht klar. Und deswegen müssen wir, was die Erinnerung und die Aufarbeitung der Geschichte unseres Landes und der europäischen Geschichte weiter investieren. Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen dafür sorgen, dass Gedenktage wie der 25. Jahrestag des Mauerfalls oder im kommenden Jahr der 25. Jahrestag der deutschen Einheit nicht in Vergessenheit geraten und dass nicht die Täter von damals die Geschichtslehrer von heute werden. Und deswegen müssen wir diese Daten bewusst besetzen und sie zum Anlass nehmen, um breite Diskussionen anzustoßen. Das gilt für die anderen Jahrestage auch, für den 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, für das Ende des Zweiten Weltkriegs und für die positiven Gedenktage unserer Geschichte, beispielsweise das Reformationsjubiläum. Meine Damen und Herren, eine große Herausforderung in den kommenden Jahren bedeutet die Digitalisierung, gerade auch im Kulturbereich. Wir haben hier große Erfolge. Wir haben eine Digitalisierungsoffensive gestartet, die fortgeführt werden muss. Das Angebot der Deutschen Digitalen Bibliothek umfasst heute schon 30.000 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, die sich in der Deutschen Digitalen Bibliothek vernetzt haben. Es ist klar, dass nur das, was digital verfügbar ist, auch in Zukunft aufgefunden werden kann. Und deswegen muss hier in Zukunft investiert werden. Das gilt auch und gerade bei der Digitalisierung unseres Filmerbes und der digitalen Nutzung verwaister und vergriffener Werke. Hier haben wir viel bewegt in den vergangenen Jahren und hier werden wir in den nächsten Jahren noch viel bewegen. Der fortschreitende demografische Wandel stellt so manche Region in Deutschland vor die Frage, wie es mit dem Angebot von Kultureinrichtungen, von kulturellen Initiativen weitergehen kann. Und deswegen bin ich froh darüber, dass wir uns verständigt haben, in unserem Koalitionsvertrag hier neue Akzente zu setzen. Wir wollen mit neuen Kooperationsmodellen in den Kommunen auf kommunaler Ebene lebendige Kulturräume im demografischen Wandel erhalten. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Ansatz ist. Meine Damen und Herren, Kulturpolitik hat in den vergangenen Jahren immer eine große Rolle in diesem Parlament gespielt. Wir haben
Ressourcen bereitgestellt, wo in anderen Politikbereichen gekürzt wurden. Das ist richtig. Das muss auch weiter so gehen. Das ist der Wille von CDU, CSU und SPD. Herzlichen Dank. Michael Kretschmann war das für die CDU-CSU-Fraktion. Er machte sich stark für die Unterstützung der Künstlersozialkassen und für mehr Investitionen in kulturelle Bildung. Und der nächste und vorerst letzte Redner in dieser Generaldebatte um die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin, das ist Martin Dörrmann für die SPD-Fraktion. Er ist Kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich übernehme gerne die zwei Minuten des koalitionären Kollegen. Ich hoffe aber, dass ich auch so auskomme. Lassen Sie mich zu den verabredeten Projekten der Großen Koalition im Bereich Kultur und Medien mit einigen außerparlamentarischen Stimmen beginnen. So sagt die ARD-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski, noch nie hat es eine so ausführliche und detailreiche kulturpolitische Festschreibung irgendwann in einem Koalitionsvertrag gegeben. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes DJV, Michael Konkeln, bewertet den Koalitionsvertrag als in einigen Punkten interessant für die Anliegen der Journalistinnen und Journalisten. Und der stets aufmerksam kritische Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, meint, es ist ein wirklich guter Koalitionsvertrag für die Kultur. Genauso ist es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass auch außen wahrgenommen wird, dass wir uns viel vorgenommen haben. Der Koalitionsvertrag beschreibt dabei für den Bereich Kultur und Medien ein kooperatives Grundverständnis im Zusammenwirken zwischen Bund und Ländern, selbstverständlich unter Wahrung der primären Kompetenzen auf der Länderebene. Mit der Schaffung des Amtes des Beauftragten für Kultur und Medien unter Rot-Grün ist eine Kultur- und Medienpolitik des Bundes entstanden, die die Aktivitäten der Länder unterstützt, gleichzeitig aber auch eigene Akzente setzt. Eine starke Kultur- und Medienpolitik des Bundes wirkt sich so verstanden eben auch positiv auf die Länder und auch dort befruchtend aus. Und es war kein Zufall, dass gerade bei diesen Koalitionsverhandlungen auch die Länder in besonderer Weise bereits an den Koalitionsverhandlungen beteiligt waren. Die Große Koalition hat konkrete Vorhaben vereinbart, die wir nun schnellstmöglich anpacken wollen. Zu den drängendsten Themen gehören aus meiner Sicht insbesondere vier Punkte. Erstens die bereits erwähnte Absicherung der Künstlersozialversicherung. Da hat Schwarz-Gelb allerdings in der letzten Legislaturperiode nicht vermocht, die notwendigen Regelungen zu treffen, um alle Unternehmen regelmäßig und gleichmäßig zu überprüfen, damit sie ihrer gesetzlichen Pflicht zur Zahlung der Künstlersozialabgabe auch wirklich nachkommen. Und so gerät das wichtige Sicherungssystem der Künstlersozialkasse zunehmend unter Druck. Der Abgabensatz steigt. Sehr zügig wollen wir dies nun angehen und eine Lösung erreichen. Und ich bin sehr froh, dass unsere Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles angekündigt hat, gerade diesen Punkt auch in ihr Vorhabenplanung in diesem Jahr mit aufzunehmen. Das ist ja ein Herzensanliegen. Wir sehen ja schon, wie schnell sie gearbeitet hat, was das Rentenpaket angeht. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir da auch in diesem Jahr zu einer Lösung kommen werden. Und ich will auch daran erinnern, dass es damals der SPD-Fraktionskollege Dieter Lattmann gewesen ist, der am Ende der sozialliberalen Koalition das Ganze auch auf den Weg gebracht hat. Es ist heute schon erwähnt worden. Zweiter Punkt ist die einzusetzende Expertenkommission zur Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde. Auch hier sind wichtige Aufgaben noch unerledigt. Wir erinnern uns, am 15. Januar 1990, also vor knapp 24 Jahren, erstürmten mutige Bürgerinnen und Bürger der damaligen DDR die verhasste Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg und stellten kilometerweise Akten sicher, die unter menschenunwürdigen Umständen entstanden sind. Ein bis heute einzigartiger Vorgang, der zeigt, wie entschlossen die Menschen waren, ihr Schicksal nun selbst in die Hand zu nehmen. Die Stasi-Unterlagenbehörde mit der Aufgabe, Zugang zu diesen Akten zu gewähren, war nie auf Dauer angelegt. Damit die Aufarbeitung dieses Kapitels deutscher Geschichte eine Zukunft hat, muss nun geklärt werden, wie und in welcher Form die Aufgaben der Behörde fortgeführt werden können. Dritter Punkt. Eine konsequente Provenienzforschung und gegebenenfalls Restitution, also Rückgabe geraubter Kulturgüter.
Der Fund von 1280 Kunstwerken von teilweise ungeklärter Herkunft im Privatbesitz von Cornelius Gullit hat dieses Thema auf die Tagesordnung der Politik gesetzt und offenbart, dass wir noch vor einem weitgehend unbewältigten Kapitel deutscher Geschichte stehen. Wir müssen die Entrechtung von Eigentümern von Kunstwerken in der Nazizeit zwingend und zügiger aufklären und diskutieren, als wir das bisher getan haben. Und dazu bedarf es, Staatsministerin Monika Gürtel hat das erwähnt, einer verstärkten Provenienzforschung. Aber wir müssen uns auch überlegen, ob gegebenenfalls auch rechtliche Anpassungen dann notwendig sind. Der vierte und letzte Bereich, den ich besonders erwähnen möchte, ist die Reform der Medienordnung. Die Digitalisierung und das Internet führen gerade im Bereich der Medien zu großen Umbrüchen. Die Koalition wird die Bemühungen der Länder um eine der Medienkompetenz, der Medienkonvergenz angemessene Medienordnung tatkräftig unterstützen. Dazu haben wir uns im Koalitionsvertrag verpflichtet. Wie Sie wissen, soll hierzu eine zeitlich befristete Bund-Länder-Kommission eingesetzt werden, die klären soll, ob es an den Schnittstellen zwischen Medienaufsicht, Telekommunikationsrecht oder auch Wettbewerbsrecht mit unterschiedlichen Kompetenzen zwischen Bund und Ländern zu Anpassungen kommen sollte, die dann auch den Bundesgesetzgeber gegebenenfalls betreffen können. Messlatte für die SPD-Fraktion wird dabei die Frage sein, wie wir auch in einer veränderten Medienwelt die Freiheit, Unabhängigkeit und Vielfalt der Medien bewahren und stärken können. Ich denke mal, in diesem Zusammenhang will ich noch ergänzen, dass ich sehr begrüße, dass Frau Staatsministerin Grütters auch in ihren ersten Interviews darauf hingewiesen hat, dass wir uns innerhalb der Koalition darauf verständigt haben, beispielsweise auch auf EU-Ebene dafür zu sorgen, dass die Möglichkeit besteht, Bücher und Zeitungen, was den ermäßigten Mehrwertsteuersatz angeht, sowohl im Online- als auch im Offline-Bereich gleich zu behandeln. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt dafür, dass die Medien auch im Internet am Ende Qualitätsjournalismus finanzieren können. Und dafür sollten wir einen Beitrag leisten. Eine Baustelle bleibt uns zum Glück erspart. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern die Rechtmäßigkeit der Filmförderung und das Filmfördergesetz bestätigt. Das Urteil ist zugleich ein klares Bekenntnis für eine kulturelle Filmförderung. Das ist ein großer Erfolg. Und ich will in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, das ist unser Grundverständnis. Film ist zwar einerseits auch ein Wirtschaftsgut, aber eben auch in erster Linie ein kulturelles Gut. Es geht um die Förderung kultureller Werte, und zwar über das, was die bloße Logik des Marktes ausmacht, hinaus. Und in diesem Zusammenhang, Gleiches muss gelten für das Freihandelsabkommen. Es ist bereits von dem Kollegen Kretschmer erwähnt worden. Wir werden dafür sorgen, dass dort die Ausnahmen für die Bereiche Kultur und audiovisuelle Dienste auch wirklich zum Tragen kommen. Das ist ein ganz zentraler Punkt für uns. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der erste Kulturstaatsminister im Amt, Michael Naumann, hat einmal treffend formuliert: Kultur ist die schönste Form der Freiheit. Ich will hinzufügen, freie, unabhängige und vielfältige Medien sind eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Und deshalb glaube ich, es ist wichtig, Kultur und Medien zu stärken, damit wir auch die Freiheit und die Demokratie stärken. Und ich freue mich, dass wir an dieser Stelle, heute in dieser Debatte, sehr viele Gemeinsamkeiten auch über Fraktionsgrenzen hinweg gehört haben. Und deshalb freue ich mich in besonderer Weise auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit in dieser Legislaturperiode. Vielen Dank. Martin Dörrmann war das, der Medien- und kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, damit geht die Debatte rund um den Bereich Kanzleramt jetzt zu Ende.